Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, das war eine fulminante Vorstellung. Das hört sich sehr imposant an. Mal schauen, ob ich das entsprechend jetzt rüberkriege. Genau, Sie haben die Hürde sehr hoch gehängt, aber ich werde mal versuchen, mich daran abzuarbeiten natürlich. Ich möchte zu Klimagerechtigkeit und zu der Frage sprechen, wie man eine klimaverträgliche Weltwirtschaft aufbauen kann. Und ich möchte das tun aus einer Perspektive, die wir erarbeitet haben vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, das ist ein Beratungsgremium der Bundesregierung, dessen stellvertretender Vorsitzender ich bin. Und ich möchte Ihnen Kernaussagen unserer Sichtweise, wie man das Kopenhagen-Problem, das Klimaverhandlungsdilemma lösen kann, skizzieren. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie wir glauben, wie wir die Weichenstellung stellen müssen in Richtung einer klimaverträglichen Weltwirtschaft. Und der Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Beobachtung, wie eben schon zu Recht gesagt wurde, dass die Chance, dass wir die 2 Grad überhaupt noch halten können und nicht darüber hinausschießen und gefährlichen Klimawandel in Gang zu setzen, die ist bereits unglaublich anspruchsvoll. Wenn es morgen früh gelingen würde, die Treibhausgasemissionen auf dem Niveau von 2009 zu stabilisieren, dann würden wir bereits im Jahr 2035 eine Menge von Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre freigesetzt haben, die die 2 Grad realisieren würden. Wir wären also im Jahr 2035 carboninsolvent. Und das heißt, wir müssen mit der Reduzierung der Treibhausgasemissionen sehr schnell beginnen, um überhaupt noch eine kleine Chance zu haben, unterhalb der 2-Grad-Grenze zu bleiben. Wenn wir die Klimaproblematik diskutieren, so müssen dabei 3 Fragen im Zentrum stehen. Die erste Frage ist die der Klimagerechtigkeit. Wer muss welche Beiträge leisten, um Treibhausgase zu reduzieren? Was ist eine faire historische Kompromisslösung, auf die wir zusteuern müssen? Wie kann ein Kompromiss zwischen den Industrieländern, den Entwicklungsländern und den Schwellenländern aussehen und zwischen zukünftigen Generationen und der heutigen Generation? An dieser Frage droht im Augenblick Kopenhagen zu scheitern und ich möchte Ihnen gerne zeigen aus unserer Perspektive, wie man das Problem lösen kann. Es geht dann um das Set von Maßnahmen, die wir brauchen in Kopenhagen selbst. Und dazu ist eben viel gesagt worden, deswegen will ich mir das, was wir in Kopenhagen erreichen müssen, sparen. Und dann die 3. Frage nochmal anzugehen, nämlich wie bauen wir eigentlich eine klimaverträgliche Weltwirtschaft auf und eine klimaverträgliche Ökonomie in Deutschland und Europa und wie machen wir das? Also die erste große Herausforderung, die Klimagerechtigkeitsfrage. Wer muss wie viel eigentlich reduzieren? Und darum geht im Augenblick auf dem Weg nach Kopenhagen der große Streit. Wir verhandeln auf dem Weg nach Kopenhagen über 40 einzelne Länder und deren Reduktionsverpflichtungen und verheddern uns hinter dem Komma in den Reduktionsfragen und kommen überhaupt nicht in die Dimension, die wir bräuchten, um 2 Grad realisieren zu können. Wir haben als Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderung einen ganz einfachen Vorschlag zu machen, der fair ist, der plausibel ist und der Klimagerechtigkeit herstellen würde. Und der sieht wie folgt aus. Die Klimaforscher können uns heute berechnen, wie groß das Treibhausgasbudget der Welt bis 2050 überhaupt noch ist, das kompatibel wäre mit 2 Grad. Das sind 750 Gigatonnen. Und die nächste Frage ist dann, wie verteilen wir das, was wir noch in die Luft pusten können, um mit 2 Grad kompatibel zu sein, gerecht weltweit? Und unsere Antwort darauf ist eine ganz einfache und ich glaube die einzige, die unter Gerechtigkeitsaspekten robust ist. Und das impliziert, wir müssen dieses globale Treibhausgasbudget gleichmäßig auf die gesamte Weltbevölkerung verteilen. Denn nichts anderes werden 3/4 der Weltbevölkerung überhaupt akzeptieren. Wenn wir das tun, dann können wir einfach ausrechnen, was das für jeden Erdenbürger heißt, für jeden Weltbürger. Das sind 110 Gigatonnen von heute bis zum Jahr 2050. Und unser Vorschlag ist, wir sollten dann diese einzelnen Treibhausgasbudgets auf Nationalstaaten umrechnen. Und das hieße, alle Nationalstaaten dieser Erde bekommen ein Treibhausgasbudget, das ihnen zusteht und mit dem sie dann effizient wirtschaften müssen. Wir deckeln also die nationalen Treibhausgasbudgets. Und wenn man das tut, dann hat man 2 wichtige Ziele erreicht. Das erste Ziel ist, die Verhandlungen können verkürzt werden. Denn im Augenblick diskutieren wir Land für Land für Land nach unterschiedlichsten Referenzmaßgaben in Bezug auf die Reduktionsverpflichtungen. Wir haben eine einzige Formel, nach der wir die Verantwortlichkeit jedes einzelnen Landes ausrechnen können. Und der 2. wichtige Punkt ist,
Wenn wir nationale Treibhausgasbudgets haben, dann müssen anschließend die Länder, die mit ihrem Budget nicht auskommen, weil sie viel zu viel emittieren, das gilt für Europa, die USA, für Japan, aber auch bereits für China, die müssen dann bei den Ländern, die deutlich weniger reduzieren, als ihnen dann zustünde, entsprechende Emissionsrechte einkaufen. Und das heißt, wir würden über einen solchen Emissionshandel einen Transfer von Ressourcen für Technologiekooperationen und für Klimapartnerschaften von Nord nach Süd organisieren. Und die Größenordnung, über die wir reden, wenn wir diesen fairen Verteilungsschlüssel anlegen, die liegt in einem Volumen von 50 Milliarden bis 100 Milliarden Euro pro Jahr. Und das ist genau die Summe, die wir brauchen, um die entsprechenden Anpassungsleistungen in Entwicklungsländern zu finanzieren und die Anpassungsmöglichkeiten der Entwicklungsländer zu verbessern, selbst klimaneutral zu wirtschaften. Ich will Ihnen kurz sagen, wenn man diesen fairen Verteilungsschlüssel nimmt, wo unsere Länder dann stünden, wie lange wir noch Zeit hätten, mit unseren eigenen Budgets zu wirtschaften, wenn wir ab morgen früh unsere Treibhausgasemissionen auf einem gleichen Level hielten. Und die Zahlen, die dabei rauskommen, sind erschreckend. Sie haben auch uns als Wissenschaftler, als wir sie ausgerechnet haben, erschreckt. Was dabei herauskommt, ist nämlich Folgendes. Das Budget der Weltwirtschaft, das kompatibel ist mit 2 Grad, das reicht nur noch mit den Emissionen von heute für 24 Jahre. Das Treibhausgasbudget der Bundesrepublik Deutschland reicht noch für 10 Jahre. Das Treibhausgasbudget der Europäischen Union für 12 Jahre. Das der USA für 6 Jahre. Das für Chinas ebenfalls nur noch für 24 Jahre. Auch für China reicht das Treibhausgasbudget nicht mehr bis zur Hälfte des Jahrhunderts aus. Und was dabei herauskommt, ist auch, 100 Länder dieser Erde müssen ab morgen früh ihre Treibhausgasemissionen stabilisieren und reduzieren. Und wir alle müssen bis 2050 unsere Weltwirtschaft im Wesentlichen dekarbonisieren, treibhausgasfrei organisieren, weil das Problem ansonsten nicht zu lösen ist. Und das, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, ist für mein Aufgabenfeld, für das ich zuständig bin als Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, eine sehr harte Nachricht für alle Entwicklungsländer. Denn die Vorstellung vieler Entwicklungsländer, dass die Entwicklungsländer noch lange Zeit hätten, zunächst mal Armut zu bekämpfen und irgendwann später die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, das funktioniert für die Mehrzahl der Entwicklungsländer nicht mehr. Es gibt keine Chance mehr für nachholende Entwicklung, auch in den armen Ländern der Weltwirtschaft, auf fossiler Grundlage. Das fossile Zeitalter muss ganz schnell zu Ende gehen, wenn die 2 Grad gehalten werden sollen. Das ist sehr wichtig, denn das heißt, dass wir die gesamte Entwicklungspolitik auf dieses Ziel ausrichten müssen. Ich möchte zu meinem zweiten Punkt, nach diesem Punkt der Klimagerechtigkeit, für den wir diese Klimaformel entwickelt haben, gleiche Emissionsrechte für alle und darauf aufbauend Emissionshandel, der den entsprechenden Finanztransfer sichert, ich möchte Ihnen noch skizzieren, wie aus unserer Perspektive der Umbau der Weltwirtschaft in eine klimaverträgliche Weltwirtschaft aussehen muss und wie die Größenordnungen hierbei aussehen. Hierbei sind folgende Koordinaten wichtig, wenn man den Umbau zu einer klimaverträglichen Weltwirtschaft beschreibt. 3, 4 Elemente sind zentral. Wir haben heute ein Weltenergiesystem, das zu 90% fossil ist und zu 10% auf nicht fossilen Energieträgern beruht. Bis 2050 müssen wir diese Relation radikal umdrehen. Wir brauchen bis 2050 ein Energiesystem, das 10% fossil sein darf und 90% renewables. Das ist eine fulminante Revolution unseres Weltenergiesystems. Der zweite wichtige Punkt, das ist eine Frage des Timings, des Zeitdrucks, unter dem wir stehen. Wir müssen global bis zum Jahr 2015, spätestens bis zum Jahr 2017/18, den Treibhausgasausstoß am höchsten Punkt erwischt haben. Das nennen die Klimaforscher den Peak Point. Ab da müssen die Emissionen tatsächlich sinken. Wenn uns das bis 2015, das sind nur noch 5 Jahre, oder 2017 nicht gelingt, dann sind danach die Reduktionszahlen, die wir brauchen, um überhaupt auf 2 Grad zu kommen, so hoch, dass das technologisch und ökonomisch und gesellschaftspolitisch nicht mehr machbar sein wird. Wenn wir im Jahr 2020 zum Beispiel erst anfangen würden, die Emissionen global zu senken, dann müssten wir von da an Jahr für Jahr 10% der Treibhausgasemissionen reduzieren. Und das werden wir aus Effizienzgründen, aus ökonomischen Gründen, aus technologischen Gründen nicht realisieren können. Das heißt, wir müssen vor 2015, 2017 den globalen Umkehrpunkt erreicht haben. Das ist eine Vollbremsung. Und dafür brauchen wir eine globale Kraftanstrengung. Deswegen ist Kopenhagen so wichtig.
Das dritte Element, auf das ich gerne aufmerksam machen möchte. Bis 2050 müssen wir weltweit pro Person auf eine Pro-Kopf-Emission herunterkommen von einer Tonne. Sie wissen, wir emittieren im Augenblick in Europa etwa 10 Tonnen, in den USA 20 Tonnen. In Indien emittieren wir eine Tonne. In einer Reihe afrikanischer Staaten emittieren wir eine Tonne. Das ist die Vorgabe. Wir müssen bis Mitte des Jahrhunderts ein Emissionsniveau erreichen, eine Reduktion erreichen, die heute in Entwicklungsländern üblich ist. Dafür brauchen wir eine enorme Effizienzrevolution. Das ist also der Ausgangspunkt, mit dem wir arbeiten müssen. Wenn man dann die Frage stellt, wie macht man das und wo sind die Handlungsfelder, damit wir das hinkriegen, dann würde ich Ihnen gerne zum Schluss 5 Handlungsfelder nennen, die wir brauchen, um diese Herausforderung zu stemmen. Die erste Herausforderung besteht darin, und da ist Kopenhagen wieder zentral wichtig, wir brauchen in Kopenhagen ein Ergebnis, das einen weltwirtschaftlichen Rahmen schafft, in dem Unternehmen angehalten werden, treibhausgaseffizient zu sein. Unsere Weltwirtschaftsordnung bestraft zurzeit noch diejenigen, die sich besonders anstrengen im Klimaschutz. Wir müssen diejenigen belohnen, die sich anstrengen im Klimaschutz. Und für diese Herausforderung sind genau die Punkte, die ich eben gerade genannt habe, zentral. Wir müssen das globale Treibhausgasbudget deckeln. Das heißt, wer effizient wirtschaftet, der braucht nicht zukommen, der kommt besser weg. Wir müssen die nationalen Budgets festlegen. Das heißt, wir haben einen Anreiz, möglichst effizient mit Treibhausgasen umzugehen. Denn wer das nicht schafft, der muss neu zukaufen. Wir brauchen Regeln für einen fairen Emissionshandel und eine Institution, wir nennen das eine Weltklimabank, die sich um dieses Regelwerk kümmert, damit wir in der Weltwirtschaft neben der Welthandelsorganisation und den Finanzorganisationen auch eine Klimaorganisation haben, die sich um diesen Bereich kümmert. Weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen. Der zweite Punkt. Wir müssen Sektor für Sektor und Industriebereich für Industriebereich die Dekarbonisierung hervorbringen, die ich eben skizziert habe. 90% Reduzierung bis 2050. 5 Bereiche sind hier wichtig. Der Energiesektor ist zentral. Wir müssen klimaneutrale Städte aufbauen. Da kann Lokalpolitik unendlich viel tun. Wir müssen die Industriesektoren durchkämmen und energieeffizient machen. Wir müssen eine Waldpolitik weltweit betreiben, denn 20% des Problems ist hier angesiedelt. Und wir brauchen klimaverträgliche Mobilitätskonzepte. Und dafür braucht man Wirtschafts-, Energie- und Mobilitätspolitiken, die klimaverträglich sind. Und die Politiken, die wir dafür brauchen, die gibt es. Die muss man nicht erfinden. Die sind ausgearbeitet. Die muss man umsetzen. Das ist eine Frage politischen Willens. Darüber hinaus 3 weitere Elemente. Internationale Kooperation. Wir brauchen die Reduktion der Treibhausgase nicht nur in den OECD-Ländern, auch in den armen Ländern. Und deswegen muss die Kooperation mit den Entwicklungsländern konsequent auf klimaverträgliches Wirtschaften umgestellt werden. Das ist bisher weltweit nicht der Fall. Hier kann Europa sehr viel tun, denn 60% der internationalen Investitionen in Entwicklungszusammenarbeit kommen aus Europa. Hier haben wir eine Verantwortung. 4. Punkt. Wir werden nicht umhin kommen, unsere Lebensstile zu überprüfen. Hier geht es um Mobilitätskonzepte, hier geht es um Ernährungsfragen und Landwirtschaft und hier geht es um Wohlfahrtskonzepte. Wir werden mit allein technologischen Maßnahmen das Problem nicht lösen können. Wir müssen auch nachdenken über Lebensstilveränderungen. Und damit mein letzter Punkt. Wenn man das alles dann umsetzen will, dann braucht man offensichtlich politische Allianzen, man braucht Change Agents, man braucht Akteure, die in diese Richtung drängen. Hier sitzen schon mal eine ganze Menge. Und ich glaube, wir haben 30 Jahre Vorarbeit geleistet. Denn die Debatten über die Grenzen des Wachstums, über neue Wachstumskonzepte, die sind ja entstanden in unserer Gesellschaft. Die sind ja zum Teil in gesellschaftliche Milieus eingewandert, die die Grünen als Wählerpotenzial noch längst nicht erschlossen haben. Also die große Frage ist, wie kann man das, was längst in der Gesellschaft verankert ist, nämlich das Gefühl, dass es in Bezug auf den Klimawandel mit unserer Wirtschaftspolitik und der Weltwirtschaft nicht so weiter gehen kann wie bisher. Dieses Gefühl ist doch weit verbreitet. Wie kann man einen Kipppunkt organisieren, der es dann erlaubt, dieses Denken auch in politisches Handeln umzusetzen? Und damit zu meinen letzten 2 Sätzen. Wenn man das zusammenfasst, dann würde ich 2 Dinge sagen. Der erste Punkt ist, wir brauchen technologische Schübe und klimaverträgliche Innovationen in einer unglaublichen Größenordnung. Aber wir brauchen auch eine Klimapolitik als politisch-moralischen Willensakt.
Wir vergleichen das mit der Abschaffung der Sklaverei und mit der Abschaffung der Kinderarbeit im 19. Jahrhundert. Denn es ist eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber den Menschen, die heute und in Zukunft unter Klimawandel leiden. Und wir müssen von unhaltbaren Gewohnheiten und Routinen Abstand nehmen. Es ist eine Frage von Gerechtigkeit und Moral. Und der letzte Punkt, den ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben würde, ich spreche in letzter Zeit natürlich viel zu diesem Thema. Und ich betone die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber ich glaube, es ist zugleich wichtig, dass wir eine Vision entwickeln davon, was eine klimaverträgliche Weltwirtschaft positiv bedeuten könnte. Denn wenn man nur mit den harten Anforderungen kommt, dann kann man Leute in Angst und Schrecken versetzen und paralysieren. Aber wir wollen ja Leute motivieren, was zu tun. Und deswegen braucht man eine Vision von einer klimaverträglichen Weltwirtschaft, die mehr Energie in der Sicherheit bringen würde, die ein höheres Maß an internationaler Kooperation bringen würde, die weniger Ressourcenkonflikte zur Folge hätte, die nicht in die Risikozonen der Kipppunkte führt. Also eine positive Vision einer klimaverträglichen Weltwirtschaft. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, und damit möchte ich Ihnen schon danken für Ihre Aufmerksamkeit, dann würde ich sagen, die Größenordnung des Problems, mit dem wir es zu tun haben, findet eigentlich nur zwei Analogien in der Geschichte der Menschheit. Das ist der Übergang von der Jäger- und Sammlergesellschaft zur Industriegesellschaft, die die Welt revolutioniert hat. Die zweite große Analogie ist die industrielle Revolution selber, die jetzt an ihre Grenzen gerät. Und was wir jetzt brauchen als einen Zivilisationsschub, ist eine klimaverträgliche Weltwirtschaft. Und ich hoffe, Sie können dazu beitragen. Vielen Dank.